Die Regenbogenprinzessin. Es war einmal ein Königreich, und zwar gar kein besonderes, aber es wurde von einem guten König regiert. Sein Volk liebte ihn. Hurra! Hurra! Oh yeah! Und er liebte sie. Wirklich nichts Ungewöhnliches. Oh. Naja, außer vielleicht diese eine Sache. Nämlich Prinzessin Ilani, die magisches Regenbogenhaar hatte. Papa, du musst vorsichtig sein. Nicht, wenn meine tolle Tochter immer da ist, um mich zu retten. Wohin willst du denn? Ich trete auf dem Festival auf. Die Prinzessin auf einer Zaubershow für das Königreich? Ho, 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 ho. Viel Spaß. Ilani wurde von ihrem Volk wirklich sehr geliebt. Sie war bescheiden und sanft. Der König hatte sie allein aufgezogen. Leora, die Königin, war eines Tages einfach verschwunden und wurde nie mehr gesehen. Ilani kannte ihre Mutter gar nicht. Die Rosen. Hä? Hallo, mein Name ist Ruby. Ich bin Emerald. Ich bin Sky. Ihr seid wen? Armes Ding. Das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der es wert ist. Wenigstens ist sie nicht wie Leora. Als Ilani hörte, wie der Name ihrer Mutter beschimpft wurde, wurde sie wütend. Wie könnt ihr nur meine Mutter beleidigen? Liebe, deine Mutter war unsere Schwester. Wir sind deine Tanten, Ilani. Und wir wollen, dass du kämpfst und die Schattenkönigin besiegst. Sie zerstört das Regenbogenreich. Ilani war verwirrt. Regenbogenreich? Schattenkönigin? Was wollt ihr? Bleibt weg von meiner Tochter. Was für eine nette Begrüßung. Lass Ilani in Ruhe. Unhöflich. Denk gut darüber nach. Ilani hatte immer noch Fragen. Papa, worum ging es denn da? Die sprachen über Regenbogenreiche und eine Schattenkönigin. Das sind nur Lügen. Nein, das waren sie nicht. Du redest nie über Mama. Bitte, sag mir die Wahrheit. Deine Mutter war eine Fee aus dem Regenbogenreich. Diese Feen sind tatsächlich ihre Schwestern. Mama war eine Fee? Aber diese Feen schienen so böse zu sein. Nun, sie tragen alle Farben des Regenbogens, aber deine Mutter... Ha! Du bist keine Regenbogenfee! Du hast keine Farbe! Wie kannst du das sagen? Ich bin deine Schwester. Bist du sicher? Und so lernte ich sie kennen. Als ihre Schwestern von uns erfuhren, verspotteten sie uns fürchterlich. Aber das spielte keine Rolle, denn sie war endlich glücklich. Was ist mit ihr passiert? Nun, als du noch klein warst, die Macht des Regenbogenreiches an mich zu reißen. Leora ging, um ihre Schwestern zu retten. Und das schaffte sie auch. Deine Mutter kam nie zurück. Ilani dachte im Stillen über alles nach. Papa, ich muss zu ihnen gehen. Ilani, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich weiß, aber die Schattenkönigin muss aufgehalten werden. Mama fand einen Weg. Das werde ich auch. Das können ihre Schwestern auch. Werden sie nicht, Papa. Irgendwann wird die Schattenkönigin auch hinter mir her sein. Der König schenkte Ilani eine Halskette. Deine Mutter hatte so eine Kette, um mit den Leuten aus dem Regenbogenreich zu kommunizieren. Du solltest sie bekommen, wenn du 18 Jahre alt wirst. Ilani betrachtete den Anhänger. Ruby, ich muss dich sehen. Sogleich verschwand sie und erschien an einem wunderschönen Ort. Das war das Regenbogenreich. Wow! Willkommen, kleine Nichte. Magst du eine Limonade? Oder ein paar flauschige Sonnenböcken? Lassen wir die Formalitäten und sagt mir, was ihr wisst. Na schön. Die Schattenkönigin ist ein furchtbares Wesen. Sie verschlingt jeden Tropfen Farbe und Glück. Nur Leora schaffte es, sie aufzuhalten. Wahrscheinlich nur ein Zufall.
Es gelang ihr, sie zu überwältigen, aber mit der Zeit muss die Wirkung ihres Zaubers nachgelassen haben. Daher ihre Rückkehr. Sie lebt im Tal der Finsternis. Dort gibt es nur Dunkelheit und Nebel. Keine Tipps, wie man sie bekämpfen kann? Das bleibt dir überlassen. Ihr wollt, dass ich sie alleine besiege? Wie komme ich überhaupt dorthin? Schau, Kleine, du hast Magie. Mit mir! Ich melde mich freiwillig! Illani war verzaubert, als da ein hübsches Einhorn heransprang. Ein echtes Einhorn? Natürlich bin ich echt. Ich bin Crystal. Du bist Lioras Mädchen, hm? Du siehst genauso aus wie sie. Und du riechst auch so wie sie. Crystal, du wirst doch nicht. Oh ja, das wird er. Ich brauche Crystal, um mich ins Tal der Finsternis zu begleiten. Du Kleine! Kein Crystal, keine Regenbogenheldin. Crystal war ein erstaunlich schneller Flieger. Und die Feen benutzten ihn, um schnell in andere Reiche zu reisen. Gut. Und so machten sie sich auf den Weg. Auf geht's ins finstere Tal! Kein Ort ist so traurig oder schlimm, solange ich bei dir bin. Hey, ich kenne dieses Lied. Deine Mutter hat ihn gesungen. Ich schätze, sie sang es auch dir vor. Ich hoffe, ich kann mehr über sie erfahren. Ich finde, du bist wirklich mutig. Oh, ich bin nicht. Ich meine, die Königin ist böse. Ihr Herz ist grausam. Und ihre Nägel, oh, die sind so lang und dunkel wie Spinnenbeine. Gut zu wissen. Als sie dort ankamen, war das Land schrecklich dunkel. Ich glaube, sie weitet ihre Macht aus. Sie landeten und sahen sich um. Nach einem langen Marsch entdeckten sie schließlich ein bedrohliches Schloss. Na los! Sie schlichen sich in den unheimlichen Palast. Was meinst du, wo sie ist? Sicher nicht auf einen Spaziergang in der Sonne. Oh! Oh! Was? Alles gut? Klar. Willkommen. Warum hat das Clownreich ein kleines Mädchen in mein Reich geschickt? Bleib, wo du bist. Und ein Maultier. Ich bin ein Einhorn. Genug geplaudert. Dafür bin ich nicht gekommen. Illani versuchte, ihre Kräfte einzusetzen, doch ihre Versuche waren vergeblich. Sie hatte noch nie mit Magie gekämpft. Meine Kräfte. Haha, lass mich raten. Die Feen haben einen Blick auf dein Haar geworfen und dachten, du könntest mich besiegen. Was ist los? Nur eine von ihnen wäre es beinahe gelungen, mich zu stürzen. Liora? Aber sie konnte mich nicht besiegen. Ich habe sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Wenn ich das Reich erobert habe, werde ich sie wecken, damit sie Zeuge meiner Taten wird. Mama! Wow! Oh! Au! Au! Das wirst du büßen. Illani! Crystal und Illani entkamen ihren Angriffen nur knapp. Die beiden hielten auf einem Hügel an, um sich auszuruhen. Sagte sie nicht? Ja, Mama ist noch am Leben. Und ich glaube, ich weiß auch, wie man die Königin besiegen kann. Sie rief nach den Feen. Illani, hast du sie besiegt? Nun, nein, aber ich... Haha, ich wusste es. Hört zu, ich weiß, wie man sie besiegen kann. Ich brauche eure Hilfe. Die Königin hat mir viele meiner Kräfte genommen. Illani wartete hoffnungsvoll. Wir können dir nicht helfen, Illani. Warum nicht? Komm schon, Ruby. Nein, wenn wir helfen... Was wird dann mit unseren Kräften? Auf Wiedersehen. Hallo? Hallo? Oh, diese Gemeinen. Crystal, lass uns in mein Königreich gehen. Und so flogen sie über die schimmernden Meere und erreichten schließlich Illanis Königreich. Illani! Passanten hörten Illanis Namen und eilten ihr zur Hilfe. Prinzessin, was ist mit euch passiert? Ist das ein Einhorn? Bitte, ich brauche Papa. Illani. Oh, Illani. Der König kniete neben ihr, als sie in Ruhe alles erzählte. Liora ist am Leben? Ja,
Ich brauche aber Farben, um meine Kräfte zu stärken. Lioras Schwestern? Wir haben es versucht. Sie weigern sich. Prinzessin, wenn Sie Farbe brauchen, können Sie meine haben. Meine auch. So viel Gelb, wie Sie nur brauchen. Alle meldeten sich und boten der Prinzessin ihre Farben an. Aber ich kann das doch gar nicht. Doch, das kannst du. Ich habe gesehen, wie deine Tanten es tun. Keiner wird verletzt. Du musst ihr nur ihre Farben zurückgeben. Aber was ist, wenn... Ilani, wir glauben an dich. Und so lieh sich Ilani die Liebe und die Farben ihres Volkes. Ich fühle mich großartig. Los geht's, Crystal. Leute, ich bin bald wieder da. Die beiden zischten durch die Luft zum Palast der Schattenkönigin. Schattenkönigin, komm doch raus. Der kleine Regenbogen und ihr Haustier wieder da. Kein Geplauder, schon vergessen? Ha! Ilani setzte ihre Magie ein, aber so, dass sie die Königin nicht berührte. Was ist los mit dir? Hast du Angst, dass ich dir deine Kräfte nehme? War ein Fehlschlag nicht schon schlimm genug? Der einzige Fehlschlag hier ist dein Make-up. Pferdchen sollte besser ruhig sein. Nein, du solltest besser schweigen. Kristall! Ha! Die Farben verschmolzen zu einer Einheit und das Licht... In diesem Augenblick begann Ilanis Halskette zu leuchten. Ilani? Ilani? Das ist Lioras Stimme. Die Halskette führte sie in eine dunkle Kammer. Dort saß Liora, müde und verwirrt. Mama? Liora? Kristall? Ilani? Der Schlafzauber wurde gebrochen, nachdem Ilanis Magie die Schattenkönigin traf. Wir müssen hier weg. Die drei beeilten sich, ins Regenbogenreich zu gelangen. Die Feen waren erschrocken. Liora? Du... Los, Ilani. Du musst mir haarklein alles erzählen, was passiert ist. Liora hörte sich genau an, was Ilani sagte. Ich dachte, meine Idee würde funktionieren. Es wird funktionieren. Dieses Mal sind wir zu zweit. Sie ist da. Geht los. Auf Lioras Befehl hin rannten die Feen davon. Du dachtest, du könntest mich besiegen? Du bist doch nur ein Kind. Mag sein, aber ich bin nicht allein. Ha? Liora? Und bald war die Schattenkönigin verschwunden. Aber Ilanis Haar verlor seine Farbe. Schatz, ich kann nicht mehr zaubern. Macht nicht. Jetzt sehe ich aus wie du. Liora, Ilani. Danke, dass ihr die böse Königin besiegt habt. Wir haben getan, was wir tun mussten. Und letztendlich seid ihr immer noch meine Schwester. Es tut uns leid. Ihr habt uns beide gerettet, obwohl wir euch schrecklich behandelt haben. Wie könnten wir das jemals wieder gut machen? Ich weiß schon wie. Liora bat ihre Schwestern, Ilani zu helfen, ihre Kräfte wiederzuerlangen. Und genau das taten sie auch. Ach du meine Güte, ich danke euch. Aber ihr müsst noch eine Sache für mich tun. Das sind Sie, Prinzessin. Und Königin Liora. Die Familie war wieder vereint. Du hast Ilani so gut aufgezogen. Sie ist genauso mutig wie du. Die Feen gaben den Leuten ihre Farben zurück und bald wurde ein Fest gefeiert. Liora hatte keine Farbe und Ilani hatte sie alle gleichzeitig. Aber sie hatten bewiesen, dass wahre Stärke in Einigkeit und Hilfsbereitschaft liegt. Farben sind für sich genommen schön, aber die eigentliche Schönheit liegt in ihrer Harmonie. Denn wenn sie vereint sind, leuchten sie am hellsten.